Weiter geht's mit Tor-Action. Wir haben auf der Suche nach Monstern, die wir gefangen haben, eine Magic Key bekommen in so einer Truhe, in so einem Turm, den wir euch vorhin gezeigt haben. Ja. Und eine Medaille. Und jetzt sind wir in auf der Map. Toll, ich stehe jetzt nicht hier. Gehen wir kurz raus. Ja, Secret Hell. Hier gibt es Teufel und Zombies. Und hier haben wir einen Zwischenboss. Einen Hornman, wie ich annehmen würde. Ja. Genau, Goat Horn. Ja, und er ist nur alleine und ich denke auch nicht, dass er groß was kann. Ich glaube, er kann Explo oder sowas. Ja, Infermodes, das ist Hyperfeuer oder sowas. Irgendwas, was uns nicht besonders betrifft. Stattdessen bekommt er irgendwie so 500, 600 Schadenspunkte pro Runde. Die Lord heilt sich mal selbst. Ja, das haben wir schon gedacht, dass das wohl kein großes Problem wird. Ich denke mal, wenn wir den nochmal treffen, dann müssen wir das auch nicht ja, ja, genau, zeigen. Genau, das richtig. Ist ja ungefähr so wie bei Taurus. Ja, genau. Nur noch schwächer. Noch schlimmer. Ja. Das sind übrigens keine Garnelen. So. Nee, Garnelen hat man auch mal gehabt, ne, oder? Genau, Garnelen hat man auch als Zwischenboss. Und Garnelen sind ja eigentlich auch ganz nett. Ja. Genau. So, Hornmann, kannst du langsam umfallen. Dann hau nochmal alle drei drauf. Ja. Und da ist er auch schon tot. Genau, was kriegen wir? Ist fair, ne? Genau, solange die dort auf ein neues Level promoted wird. Irgendwann muss ich ja mein Gigasort lernen. Ja. So. Dann sehen wir uns nach einem kleinen Cut wieder, oder? Ja, denke ich mal auch. Genau, bis gleich. Ja, und hier sind wir schon beim Boss. Wie habe ich gesagt? Ich glaube, es ist Lhasa Damu oder so ähnlich. Lhasa Mantu oder sowas. Ja, genau. Lhasa Manu, keine Ahnung. Das ist ein Untoter. Und ja, er ist es. Er ist quasi die Weiterentwicklung von White King. Also wenn ihr White King plus Draglord Part bekommt, ihr den Typen. So, wie war denn das? Big Bang, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Ich denke, das funktioniert. Mach einfach mal, wir werden es rausfinden. Ja, wir haben ein neues, schlechtes Detail über Draglord rausgefunden. Chick Magic. Keine Ahnung, was es ist. Wirklich keine Ahnung. Er hat 2 MP gestohlen. Okay. Das ist Quatsch, ne? Um es mal so zu sagen. Ja. Mal gucken, ob die uns was können. Ja. Ich denke mal, das wird nicht schwer werden. Zumindest meine aktuelle Einschätzung. Die können ja auch nicht wirklich was. Also die Servants, die können ja höchstens Mega-Eis oder Giga-Eis oder was auch immer und konzentrieren. Was anderes ja. Können die ja nicht. Genau. Ja, ich denke mal, dieses eine Tor, das war schon echt eine Ausnahme. Ja, das war krass, ne? Es konzentriert sich der eine, machen ja Big Bang rein, er macht White Air und er macht noch mach ruhig White Fire weiter. So. Ja, negative weitere Eigenschaft von Draglord. Er ist zu dumm für Gigasword. Oder Gigaslash, wie es jetzt heißt, ja. Er ist zu dumm für. Man braucht 618 Intelligenz oder so ähnlich, ne? Und da ist er so weit weg, dass wir da nie lernen. Armer Kerl. So, jetzt macht er mal ruhig Heal Us All. Mir fällt noch mittlerweile nichts mehr ein zu Draglord. Immer wenn wir aufnehmen, bei jeder Aufnahmesession, fällt uns was weiteres Negatives zu Draglord ein. Und das wird auch niemals aufhören, bis wir ihn irgendwann mal aus dem Team rausschmeißen. Wow, er ist genau auf einem Lebenspunkt. Ja, dann war's gut, ey. Oh Mann, ey. Heute ist ein Glückstag. Heute stirbt er mal nicht. Ja. Ich lebe. Ja, wissen, wie viel Schaden sie so machen. Der kann sich mal selbst heilen. Und der wird jetzt wieder extrem viele Trefferpunkte haben. Das sind doch Top-Schaden sein. Und das verschleunigen wir einfach mal, indem wir Twin Hits. Genau. Erst auf Gesido machen. Dann macht es noch auf sich selbst. Critical. Oh, 441. So, dann macht er jetzt zumindest auf sich selbst.
Gizito greift an und er heilt sich mal wieder selbst. So. Jetzt schlägt Holm wieder zu, auch er schlägt zu und wir hoffen mal, dass das Heal All auf Gizito durchgeht. Tja, scheinbar nicht. Ja gut, dann muss er halt angreifen und wir holen ihn mal wieder. Ein Revive. Ja. Ich möchte jemand offen zu sein, kein Risiko eingehen, ne? Naja, mach einfach. Ja gut, er greift durch an und dann macht jetzt mal Lord Revive. Ja, zwischendurch habe ich Revive bekommen, also hat dann... es ist offscreen passiert. Genau, hat sich weiterentwickelt. Genau. Ja. So, dann greift er an und der macht jetzt mal Heal All auf Holm. 620, das war klar, so lang konnte er es jetzt nicht überleben, ne? Und das ist wieder eine gute Zahl. 47.400 noch, passt okay. Für einen Boss halt normal, ja. Genau. So, wie viel bekommt er? 2. Oh. Das ist weniger, als wir erwartet hatten. Wir hatten so mit 10 bis 20 gerechnet, ne? Tja, wir sind halt noch die Werte aus dem ersten Teil gewöhnt, ne? Egal. Das wird schon noch. Ja. Genau. Ja, jetzt haben wir den auch noch besiegt. Wir haben das Ganze gemacht, um doch Zombies zu bekommen wegen Breeden. Haben wir 2 Tore gemacht in dem Part. Denke ich mal, passt. Im nächsten entweder nochmal Tore oder Breeden. Ich denke mal, eins von beiden. Also wie immer. Würde ich sagen, ich war DSD Steve und... Ah ja, let's play Retro World. Also, wenn wir einen Kommentar und Daumen nach oben freuen. Tschüss.